Puh, Alter, war es knapp. Holy shit, ey, die ganze Lava hat alles überflutet. Aber jetzt sind wir zum Glück sicher. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und was? Wo sind wir hier gelandet? Das sieht nicht nach Minecraft Sommer 2 aus. Alter, aber die ganze Lava hat alles überflutet, ey. Scheiße. Ich glaube, nach oben können wir nicht mehr so leicht gehen. Ich glaube, nach oben können wir nicht mehr leben. Das ist sehr, sehr scheiße. Unser ganzes Dorf. Es ist alles kaputt. Das kann nicht wahr sein, dass der Vulkan ausgerechnet dann am Ende ausbricht. Und warum bauen wir überhaupt unser Haus neben diesem scheiß Vulkan? Das kann nicht wahr sein. Aber deswegen habe ich auch sowas gemacht. Weil ich hatte Angst vor dem Vulkan, deswegen habe ich so einen Bunker gebaut. Damit wir auf jeden Fall dann sicher sind, wenn es ausbricht, wenn es soweit ist. Aber natürlich war es am Ende des Projekts, natürlich genau dann ist es passiert. Und wird alles überflutet. Aber ich glaube mal, die Lava-Wolke ist das die ganze Zeit da oben. Und ich glaube, wir können nicht mehr dahin. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, und damit herzlich willkommen zur der ersten Folge von Minecraft Cave. Und ja, wir sind jetzt hier in einem sehr, sehr mysteriösen Land gelandet, was nicht nach einer normalen Cave aussieht, beziehungsweise nach einer sehr, 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 sehr großen Cave. Und hier warten auch schon einige Kollegen auf uns, die hier sich gleich zeigen werden, aber ich sehe hier bis jetzt noch keinen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier sind übrigens ein paar Mob-Spawner oder sowas. Spawner wie Bienen. Das weiß ich auch noch nicht genau. Hier ist übrigens das Zeug von Löwenet, aber... ja, was ist überhaupt Minecraft Cave? Ist jetzt die Frage. Und was war Minecraft Sommer 2? Das fragt euch wahrscheinlich erstmal. Denn Minecraft Cave ist ein Projekt von dem guten Burak, der das hier gemacht hat. Der hat auch Minecraft Sommer 2 gemacht. Und ja, jetzt sind wir auf jeden Fall hier durch einen Übergang von Minecraft Sommer 2, den wir ja dann gesehen haben, hier hingekommen. Und ja, das ganze Land wurde ja überflutet von der Lava. Und ja, ziemlich, ziemlich cool auf jeden Fall. Und ja, jetzt müssen wir uns auf jeden Fall hier in der Cave alleine verteidigen. Und ja, aber erstmal wirklich Dankeschön an Burak fürs Organisieren. Jetzt stört mich hier schon ein gewisser Kollege, denn ich habe ja schon gesagt, es könnte sehr, sehr kritisch werden, das Ganze hier. Deswegen müssen wir auf jeden Fall sehr, sehr aufpassen. Und ich glaube, als erstes machen wir uns direkt aber eine Spitzhacke. Denn ihr seht auch schon, ich habe schon einiges Zeug hier gefarmt. Gerade auch das hier, das könnte auch sehr, sehr wichtig sein. Aber wir reden mal weiter im Klartext. Denn wie gesagt, Dankeschön an Burak, dass er Minecraft Sommer 2 und Minecraft Cave hier organisiert hat. Ziemlich, ziemlich geil, auf jeden Fall. Und ja, ich meine, das ganze Admin-Team und so weiter, richtig, richtig cool. Und ja, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Texture-Packer, was wir auch haben. Und ja, Minecraft Cave sollte ja eigentlich ursprünglich, was ihr ja im Video vielleicht gesehen habt, eine Woche früher erscheinen, am 22.10.2022. Aber wie ihr wahrscheinlich seht, am Datum ist es nicht der Fall. Denn das sollte, keine Ahnung, entweder der 30.10. sein oder auch schon der 29.10. Ich weiß es nicht, weil ich das Video natürlich wieder hochlade. Aber es ist auf jeden Fall ein bisschen verspätet und es lag einfach daran, weil es viele Komplikationen gab. Viele, ja, Missverständnisse, die wir da hatten dann. Wie zum Beispiel, dass auch keine Caves in dieser Welt generiert wurden. Und das war auf jeden Fall ein Problem. Und deswegen haben wir jetzt hier eine neue Welt gemacht. Und zuvor hatten wir auch erstmal, Burak und ich tatsächlich das Problem so ein bisschen gesucht. Und ja, wir hatten tatsächlich dann zwei Maps, muss man sagen. Und ja, da haben wir uns tatsächlich so ein bisschen geguckt, so welche Map wir jetzt nehmen. Weil zum Beispiel hatte er eine. Das hat er einfach vom Marketplace gedownloadet. Und ja, da hatte ich noch eine, die ich dann selber hier generiert habe. Und das ist natürlich die Welt hier. Und da ist auch schon ein guter Kollege hier. Das ist natürlich der gute Palken, der auch ein Let's Play zu dem Projekt macht.
So wie auch, ja, Löwenherz. Die machen beide auch ein Projekt. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir jetzt hier? Also, wie generieren wir an Progress? Und das fragt euch wahrscheinlich hier, weil man hat ja kaum Holz. Man hat tatsächlich kaum Holz und ich werde schon wieder angegriffen. Was? Okay, keine Ahnung. Man hat tatsächlich kein Holz. Und ja, wir hatten jetzt hier nur ein paar Starter-Krypte. Ich dachte, hier sind keine Bäume, aber hier sind irgendwie Bäume erschienen. Ich weiß nicht, woher die kommen. Tatsächlich. Ist das hier Stein? Nee, ist auch Clay. Nee, ist Gravel. Hier sieht ja alles voll gleich aus, muss man sagen, ne? Das ist sehr interessant. Das ist, glaube ich, Cobblestone. Aber was ich hier schon gesehen habe, ist tatsächlich Kohle. Und das müssen wir uns mal ganz schnell schnappen hier. Ein Wunder, dass hier noch keiner das geschnappt hat. Das ist echt crazy. Wisst ihr was, ich mache jetzt auch noch mal eine Workbench für unterwegs. Das könnte, glaube ich, auch nicht schlecht sein. Oh nein, ich bin Skelett. Ich bin Skelett. Piss dich Skelett, piss dich Skelett. Scheiße. Nein! Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ey. Sind das Zombie-Villager? Oder sind das normale Zombies? Die sehen irgendwie nicht so danach aus. Okay. Weil ja, normale Zombies sahen eigentlich anders aus mit diesem Fischding. Aber gut, dass wir schon direkt einen Steinschlag gemacht haben. Das ist eigentlich auch eine gute Sache, direkt am Anfang einen Steinschlag direkt zu machen. Ja, ich muss weiter erklären hier, ne? So. Mein Plan des Projekts ist es tatsächlich, ja, als erstes Eisen zu finden. Das ist sehr, sehr wichtig, am Anfang Eisen zu finden, um uns direkt ein Schild zu craften. Denn ein Schild könnte sehr, 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 sehr wertvoll sein. Nein, ist wichtig. Fliege, nein, scheiße. Oh, crap, 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 crap. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Nein. Nein, geh weg, 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 weg. Oh, scheiße. Ich bin nämlich tot. Ich bin tot. Rip, 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 rip. Aber ich weiß, wo ich gestorben bin, also alles gut. Da ist auch schon der erste Tod des Projekts. Ja, es werden sehr viele Tode hageln, muss man sagen. Aber na gut, es gehört zum Projekt dazu. Der hat mein Steinschwert, der Typ da. Gib mir mein Steinschwert zurück. Oh, scheiße. Nein, warum schon wieder die... Ey, diese Bienen sind so scheiße. Wer hat die da... Wer hat das... Warum? Warum? Warum diese Bienen? Ja, jetzt werde ich wieder sterben. Bro, Alter. Ich wollte die Biene nicht mal angreifen. Ja, toll. Was soll ich jetzt machen? Ich habe kein Steinschwert. Geil. Greifen die Bienen mal ran? Nee. Das Ding ist halt der Fisch. Der bringt mir jetzt auch nicht so viel. Aber wir braten erstmal die Fische, glaube ich. Ich will dir in Ruhe erzählen und es geht schon richtig los, Alter. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Das kann doch nicht wahr sein. So, wir machen uns erstmal... Ach, wir haben keinen Ofen. Ich dachte, hier ist auch ein Ofen. Verdammt. Das ist natürlich sehr schlecht. Unsere Holzspitzhacke ist auch kaputt. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Wir brauchen noch mehr Stein. Aber da sind halt Mobs, ne? Und das ist ein ganz großes Problem. Hier gibt es aber auch Stein, tatsächlich. Das ist sehr, sehr gut. Also ich kann nicht erklären, es ist unfassbar. Am Anfang ist auf jeden Fall der Grind am Start. Wir machen erstmal alles zu hier. Wisst ihr was? Ich gebe auch direkt eine Fackel. Weil eine Fackel kann eigentlich nicht schlecht sein, auch damit ihr was seht. So, wir sind erstmal safe und wir können erstmal ein bisschen Stein farmen. Das ist doch schon mal eine gute Sache, würde ich sagen. Ne? Außer es könnte natürlich irgendwo ein Skelett da hinten und trifft uns komplett. So. Aber jetzt kann ich wenigstens mal ein bisschen entspannter wieder reden. Und ich würde natürlich meinen Plan erklären. Also, mein Plan ist, Eisen ranzuholen, um ein Schild zu craften. Und mein großes, großes Ziel des Projekts ist es auf jeden Fall, einen Villager ranzuholen. Ja, es ist möglich, einen Villager hier ranzuholen. Scheiße, ey. Mit ein paar diverse Dinge, die man beachten muss. Und, ja. Der größte Freund des Projekts ist tatsächlich uns, der Mob, der wahrscheinlich am unnützlichsten spawnt und einfach nur nervt. Und zwar der Wandering Trader. Der kann tatsächlich sehr, sehr geile Trades bieten, wie zum Beispiel einen Setzling. Aber noch viel wichtiger, Zuckerrohr. Denn man braucht ja für ein Enchanting Table Bücher. Und Bücher kann man hier natürlich nicht so leicht bekommen, weil man hat ja kein Zuckerrohr. Leder kann man ganz einfach durch Nether bekommen tatsächlich. Das geht easy klar. Aber Zuckerrohr ist tatsächlich ein Problem, weil in dieser Welt gibt es kein Zuckerrohr natürlich, ne? Deswegen ist es tatsächlich die einzige Möglichkeit, daran ranzukommen. Ja, durch einen Wandering Trader, der das anbietet. Und den will ich tatsächlich bekommen,
wenn wir dann irgendwie unser Haus bauen, denn ich habe auch schon geplant, wo wir unser Haus bauen werden, und zwar in diese Richtung da, da werde ich gleich nochmal hingehen. Denn da gab es sehr, sehr viele Glowberries. Und wir können ja nicht immer auf. Wir können eigentlich auch auf Fische gehen. Aber Glowberries ist eigentlich sogar besser am Anfang. Und wir werden uns jetzt direkt auch einen Ofen machen, damit wir unseren geilen Stuff hier braten können. Und ich weiß nicht genau, wie es bei den anderen lief, der Start. Bei mir läuft es jetzt auf jeden Fall eigentlich ziemlich gut, muss man sagen. Kann man Fisch. Nein, Tropical Fish kann ich nicht braten. Scheiße. Das Ding ist ja, der Tropical Fish bringt absolut gar nichts. Weil ich esse es und direkt geht der Hunger wieder weg. Ich weiß nicht, warum. Ja, guck, ich habe gegessen, direkt ist der Hunger wieder weg. Also bringt mir halt absolut gar nichts, ne? Deswegen brauchen wir eigentlich unbedingt. Unser nächstes Goal ist auf jeden Fall ein Schild und danach direkt eine Angel. Und deswegen müssen wir sehr, sehr viele Spinnen killen, damit wir es auf jeden Fall machen können. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen kacke, ne? Dass wir natürlich keine Fische braten können hier. Aber na gut, wir machen uns erstmal direkt wieder ein Schwert. Denn gegen Mobs könnte auf jeden Fall ein Schwert sinnvoll sein. Und ja, das Gute ist, wir haben sogar noch Knochenmehl. Bedeutet, wir können eigentlich sogar ein paar Bäume wachsen lassen, wenn die am Spawn gleich verschwinden. Deswegen, ja, das ist eigentlich sehr, sehr cool. So, das Problem ist, wir haben halt kein Essen, ne? Deswegen muss ich eigentlich da in die andere Richtung gehen, um wenigstens ein bisschen Essen zu besorgen. Deswegen, ja, würde ich sagen, laufen wir einfach dahin. Und ich will auf jeden Fall die paar Glowberries abholen, bevor wir dann auf jeden Fall auf die Angel gehen. Oder wir können natürlich hoffen, dass hier irgendwo Spinnen sind. Da ist sogar eine Spinne. Aber wenn Miss Try Strings droppt, dann Ehre, ne? Natürlich Ehre. So, erstmal aufpassen. So, Spinne, Spinne, Spinne. Scheiße. Ich glaube, das sind Ertrunkene sogar. Die anderen waren sogar normale Zombies. Oh nein, da kommt ein Creeper. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Junge, wie sieht der aus? Spinne ist tot. Nein, der hat mir keine Strings gedroppt. Oh, scheiße. Creeper. Der hat sogar einen Tropical Fish, lol. Ich gehe mal weg, weil er hat keinen Strings gedroppt, glaube ich. Deswegen verpissen wir uns einfach hier. Und holen vielleicht noch ein bisschen Holz ab hier. Falls es noch ein bisschen was gibt. Wir haben schon sogar schon 5 Setzlinge. Das ist eigentlich ziemlich nice. Muss mir mal wirklich meine Hotbar wieder sortieren. Alles hier. Weil sortieren kann tatsächlich echt nicht helfen. So, wir können natürlich noch gamblen. Ja, hier ist noch ein bisschen Holz. Perfekt. Sehr gut. Das ist eigentlich eine super Sache, dass wir noch ein bisschen Holz hier haben. Ich weiß nicht, woher diese Bäume herkommen, woher die kommen. Ich weiß nicht, vielleicht hat die Burg dahin gebaut. Aber na gut. So, da ist direkt ein Zombie unter uns. Der stirbt erstmal hier. Tschüss. So. Wir holen uns natürlich das restliche Holz noch ran. Allgemein, wir müssen sehr, sehr viel Holz ranholen. Deswegen, ja. Übrigens, falls euch das vielleicht aufgefallen ist, das Nether-Portal steht hier schon. Das liegt einfach ganz einfach daran, weil, ja, man darf keine eigenen Nether-Portale machen. Deswegen haben wir uns am Anfang einfach entschieden, direkt einmal ein Portal hier hinzubauen. Und ja, genau. Oh Gott. Alter, eine Biene hat mich voll erschrocken. Holy shit. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay. Wir holen uns natürlich das restliche Holz hier noch ran. Aber ja, Mann, also deswegen, ja, RIP Nether Hub an der Stelle, denn Minecraft Nummer 2 hatte ich tatsächlich einen Nether Hub gebaut, wo man dann ganz schnell zu unterschiedlichen Orten hinreisen konnte. Das wird jetzt diesmal nicht möglich sein, weil wir keine Nether-Portale bauen dürfen. Außer natürlich das, was am Spawner steht. Das ist das Einzige, was da bleiben darf. Alle anderen, die gebaut werden, werden, ja, tatsächlich zerstört oder was auch immer. Ich hoffe einfach nur, dass wir auf die Leute vertrauen können, die einfach kein Nether-Portal bauen. Sonst zerstört das ein bisschen so das Projekt. Aber ja, was sollen sie auch so haben, ne? Was sollen die auch machen? So. Die Bienen triggern mich tatsächlich. Ich weiß nicht, warum die hier sind. Oh, ein Apfel! Oh mein Gott. Apfel, sehr, sehr wichtig. Okay, wir müssen es aufheben. Wir dürfen ihn auf keinen Fall verlieren. Denn warum ist ein Apfel so wichtig, fragt ihr euch? Um einen Zombie-Villager zu heilen. Das ist sehr, 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 sehr wichtig, dass wir jetzt einen Apfel haben. Ich habe tatsächlich gedacht, dass wir tatsächlich keinen Apfel bekommen können, weil es hier keine, ja, Oak-Bäume gibt oder sowas. Keine Eichenbäume. Also keine Eichenblätter halt. Aber aus irgendeinem Grund sind die hier, ich weiß nicht warum. Aber ein Apfel kann sehr, sehr wichtig sein, denn mit einem goldenen Apfel und einem Weakness Potion können wir ja einen Zombie-Villager heilen. Und ja, jetzt fragt euch natürlich wieder mal, wie
kriege ich einen Zombie-Villager ran. Denn für einen Villager braucht man tatsächlich sehr, sehr viel. Weil erstmal, man kann keinen Villager bekommen so. So ganz einfach durch ein Dorf. Das geht nicht, weil es gibt hier keine Dörfer so, ist klar. Deswegen hatte ich tatsächlich einen anderen Plan. Und zwar natürlich einen Zombie-Villager zu heilen. Damit wir auf jeden Fall an Villager rankommen. Und ja, wir werden den Apfel nicht essen, wir werden ihn behalten. Und ihr habt wahrscheinlich auch schon gesehen, Keep Inventory ist aus. Bedeutet, wir droppen, also wir verlieren unsere Sachen. Und ich habe tatsächlich wirklich noch nie mit so dieser Mechanik hier gespielt. Deswegen hoffe ich mal nicht, dass wir jetzt wirklich allzu dann verzweifeln, wenn wir dann guten Stuff haben. Und dass wir den dann verlieren irgendwo. Das wäre natürlich sehr, sehr bitter. Aber wir haben jetzt tatsächlich sehr, sehr, sehr viele Setzlinge. Das ist richtig, richtig gut. Dass wir am Anfang jetzt eigentlich schon direkt 15 Setzlinge haben, das ist ultra gut. Weil, ja, wir müssen die ja tatsächlich halt nicht irgendwie, ja, wie soll man sagen? Oh Gott, hier sind voll viele Mobs schon wieder. Geh weg von mir, geh weg von mir. Okay, ich muss ganz schnell dahin. Okay. Ich will auf jeden Fall die Glowberries haben. Das ist mein Plan. So, damit wir am Anfang schon mal einen guten Start haben hier. Nehmen wir uns hier die Glowberries noch mit. Damit wir vielleicht auch noch. Kann ich die nur mit der Hand anheben? Ah, jetzt geht's, okay. Sehr gut. Denn Glowberries sind auf jeden Fall viel besser als Fische am Anfang. Natürlich wäre es gut, wenn wir am Anfang direkt eine Angel hätten. Aber wir finden gerade wirklich keine Spinnen. Okay, weiter im Klartext. Wie kriege ich einen Zombie-Villager ran? Ich habe geplant, dass. Also für einen Zombie-Villager braucht man eigentlich erstmal einen goldenen Apfel und Weakness Potion. Weakness Potion kann man ganz einfach durch einen Brewing Stand bekommen. Den kriegen wir dann durch den Nether mit einer Blaze Rod. Das ist ganz einfach. Und wir brauchen ein fermatisches Spinnenauge. Fermatisches Spinnenauge kriegt man durch ein Spinnenauge, durch Zucker und durch. Ja. Durch braune Pilze. Braune Pilze könnten wir tatsächlich hier finden oder auch im Nether. Das ist möglich. Aber Zucker ist tatsächlich nicht so leicht. Spinnauge ist, glaube ich, selbst erklären. Kann man irgendwie hier killen. Aber Zucker ist tatsächlich nicht so schwer leicht. Und auch Glasflaschen. Denn Glasflaschen braucht man ja natürlich auch zum Brauen. Deswegen, ja, könnte tatsächlich sehr, sehr schwierig sein. Aber beides können wir ganz einfach durch eine Hexe bekommen. Denn die droppt tatsächlich Zucker und ja, Glasflaschen, wenn man Glück hat. Und deswegen, ja, können wir tatsächlich ganz einfach dadurch das bekommen. Und ja, genau. Was mein Plan dann ist, ich werde dann direkt einen Stone Mason machen. Der kann mir tatsächlich dann den Trade zum Clay anbieten, womit ich dann ganz viele Emeralds generieren kann. Und dann mit einem Book-Ding werde ich dann auf jeden Fall, ja, ein Labyrinth ranholen, weil ja, man braucht solche Bücher. Bücher habe ich ja schon gesagt, wie man die holen kann. Leder halt durch Hoglins und Papier halt durch Zuckerrohr, durch einen Wandering Trader. Deswegen ist tatsächlich unser Goal wirklich, einen Wandering Trader zu bekommen. Ich hoffe mal wirklich, dass er gespawnt. Ansonsten ist das Ziel des Labyrinths verflogen und auch des Enchantens. Deswegen, ja, hoffe ich mal wirklich, dass er hier in den Cave spawnt. Ansonsten haben wir ein ganz kleines Problem. Und wir müssen noch hoffen, dass er den Trade direkt anbietet, ne? Das ist auch wichtig. Deswegen, ja. Wir werden jetzt noch ein bisschen Seeds farmen hier, damit wir auch noch ein bisschen anbauen können. Und ich werde mal gucken, wo ich dann mein Haus so ein bisschen hier baue. Und ich muss mal gucken, ob ich hier auch irgendwo Eisen finde. Denn Eisen werden wir wahrscheinlich dann in der nächsten Folge finden. Und wir werden erstmal noch am Ende der Folge auch noch hier das Kohle abholen. Also die Kohle. Oh, noch ein paar Fische. Sehr interessant. Es wurde auch gesagt, dass es keinen Stein gibt und keine Kohle. Habe ich bei Löwenherz Part gesehen. Übrigens, schaltet auch gerne bei den anderen vorbei. Die werden beide auch ein Let's Play machen. Also Palken und Löwenherz. Bisschen Werbung. Bisschen Werbung hier, ne? Wie ist das? Also ja, die werden beide ein Let's Play machen. Wird auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ja, genau. Ich werde mal gucken, wo ich mich hier eingrabe. Muss ich mal gucken, ob ich das direkt hier mache oder direkt da oben. Weil ich habe geplant, dass ich da einfach da oben dann einfach was baue.
Muss ich gucken mal. Weil die Gegend ist eigentlich auch ziemlich nice. Auch nahm Spawn. Ist auch gut. Übrigens, wir müssen sogar nahm Spawn bauen. Weil wir müssen im 2er-Block-Radius bauen. Und ich muss mal gucken, wo es hier Eisen gibt. Aber am Anfang der Folge will ich, wie gesagt, Eisen finden. Damit wir schon mal einen guten Start hier haben. Wir bauen das einfach mal hier hoch. Könnte, glaube ich, nicht so schaden. Was ist das? Hier ist das Dirt. Ja, Dirt. Perfekt. Das ist gut, weil jetzt haben wir nämlich ein bisschen ein Problem, dass wir jetzt nicht alle Blöcke erkennen, weil das ein anderes Texture Pack ist. Deswegen, ja. Ich werde auch versuchen, wirklich so viel wie möglich Licht zu machen, weil in Caves ist es natürlich dunkel immer. Deswegen, ja. Ne? So, wir nehmen das Dirt mit, damit wir dann auch noch was anbauen können. Ja, warum ist so Cobblestone hoch? Mein Gott. So, ich muss mal gucken, ob es hier wirklich. Oh, wir sind in Inan. Okay. Vielleicht gibt es ja hier irgendwo Eisen. Sieht aber gerade nicht danach aus. So, wir haben einfach schon mal ein gutes Starter. Da oben ist Eisen. Da oben ist Eisen. Das ist doch schon mal gut. Scheiße, Skelett. Scheiße. Fiss dich, Skelett. Nein, Skelett. Fiss dich. Ja, okay, sehr gut. What? Nein. Nein, 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 nein. Du piss dich mal, Alter. Du piss dich mal. Nein, der kommt zu mir, der kommt zu mir. Oh, Scheiße. Oh, Kacke, 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 Kacke. Das ist noch eine Spinne. Oh, geil, geil, geil. Ausrüstung, sehr schön. Vielleicht kriegen wir zwei Strings. Das wäre auch geil. Das ist noch eine Spinne. Das will ich gar nicht aufhören. Ah, die droppen keine Strings. Das kann nicht wahr sein. Droppen mal was, Kollege. Ein String, verdammt. Das ist natürlich nicht so gut. Wir brauchen unbedingt eine Angel. Weil dann können wir tatsächlich normale Fische angeln, weil hier gibt es irgendwie nur Tropical Fishes, ne? Das ist sehr belastend. Aber ich glaube, wir holen jetzt das wirklich nur noch zum Abschluss der Folge. Das Eisen. Und da haben wir schon mal am Anfang ein Schild. Das ist halt richtig, richtig nice. Das ist halt richtig, richtig nice, dass wir dann direkt ein Schild haben. Ja, komm, machen wir es. Ich brauche noch ein bisschen Stein dann. Leider ist die Folge ein bisschen Überlänge. Tut mir leid. Aber na gut. So, wir brauchen ein bisschen Stein, um es da hinzubauen. Haben wir noch eine? Ja, wir haben noch eine Holz. Die können wir dann dafür verbraten noch. Dann haben wir schon mal einen soliden Start, denn dann haben wir schon mal ein Schild und vielleicht sogar noch ein Eimer. Ein Wassereimer. Für MLGs oder sowas. Das wäre auf jeden Fall eine nice Sache. So. Unser Ding ist kaputt. So, wie kommen wir da ran? Wie kommen wir da ran? Vielleicht gibt es auch irgendwo anders noch Eisen. Ich glaube mal für den ersten Moment nicht. Oh, da oben wäre eigentlich auch geil, ne? Oh, hier gibt es Eisen. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Da müssen wir tatsächlich uns nicht so hochgraben. Das ist doch eine nice Sache. So. Pam, pam. Und da haben wir auch schon unser erstes Eisen. Hoffentlich ist es Eisen. Ich weiß es nicht. Könnte auch Kupfer sein. Nein, es ist Kupfer. Nein, wie sieht ein Eisen aus? Verdammt. Aber es hat Palkin auch schon geschrieben, dass man Kupfer mit Eisen verwechselt. Dass es Eisen mit Kupfer verwechselt. Das ist natürlich belastend. Aber wir haben wenigstens noch Kohle gefunden, weil Kupfer bringt uns halt absolut gar nichts. Ne? Kupfer ist so unnötig. Aber hier ist sehr, sehr viel Kohle. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut, dass wir sehr viel Kohle haben. Dann haben wir schon mal eine gute Menge an Brennstoff. Aber wie sieht Eisen aus? Dann ist ja da oben auch Kupfer, ne? Naja, dann würde ich aber sagen, wir werden es beim nächsten Mal herausfinden, wo hier Eisen ist. Ich hoffe mal, wir finden irgendwo noch Eisen. Und ja, genau. Das war's mit der, Leute, dieser Helm. Das war's mit der ersten Folge von Minecraft Cave. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Unser Fortschritt auf jeden Fall sehr, sehr geil. Wir sind am Anfang in der ersten Folge direkt gestorben. Geil. Aber danach wirklich nicht mehr. Das ist echt geil. Sehr, sehr gut. Und ja, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Ich werde es übrigens so machen, dass ich hoffentlich einmal pro Woche ein Video bringe. Das habe ich noch nicht gesagt. Aber mein Plan ist auf jeden Fall einmal pro Woche ein Video zu bringen zu Minecraft Cave. Um ein bisschen den Fortschritt zu zeigen. Ich werde auf jeden Fall auch noch viel alleine zocken. Da ist noch ein bisschen Kohle. Und ja, ich werde dann gucken, wo ich mein Haus bauen werde. Auch demnächst dann in den Nether gehen, wenn wir dann Full Iron sind.
Und ja, mal gucken, wie das Projekt so wird. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ne? Und ciao.